Hey ho, liebe Minenarbeiter und Innen, hier ist euer Vorbootler und zwar das Original. So, und heute begrüße ich euch zu meinem 100. Video. Ja, das ist unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals schaffen würde, 100 Videos zu produzieren, aber wie ihr seht, ne, obwohl sich das ein bisschen ändern wird vielleicht, weil ich wahrscheinlich mal ein oder zwei oder drei oder vier Videos mal löschen muss, weil die derart, inaktuell sind, dass es die Leute nur verwirrt, die das jetzt gucken. Da muss ich nochmal mich befassen. Im Moment habe ich wenig Zeit, wie ihr wisst. Ich bin ja voll auf dem Server eingespannt von uns, wo es auch jeden Tag irgendwie entspannter und schöner zugeht. Sehr schön. Also auch ein Gruß an alle meine Siedler oder an unsere Siedler dort auf dem Server und die Gäste. Es ist sehr schön mit euch. Also meistens größte Zeit. Ne? Und natürlich gibt es auch mal ein bisschen schräge Situationen. Aber ja gut, da muss man drüber stehen. Das gehört dazu. Einige Tiefschläge haben wir natürlich auch schon hinter uns gebracht, aber wie ich feststelle, macht uns das nur noch besser und noch stärker. Deswegen zögert nicht mal, euch einzuloggen bei uns. Ihr könnt immer euch einloggen. Ihr findet alle Informationen zum Server auf meiner Webseite und sonst wo im Forum. Keine Ahnung, überall. Ne? Ich habe mir überlegt, ja, was machst du? Ich habe die 500 Abonnenten, habe ich völlig verpasst, ne? Ja, Quatsch, die 500, die habe ich noch gemacht, da war die Rollercoaster Tycoon-Geschichte dran, ne? Die 600 Abonnenten habe ich völlig verschlafen. Und auch irgendwie Let's Play Nummer 50 habe ich auch irgendwie, da gab es nie ein Special und habe heute gedacht, ja komm, zur 100. Folge, machst du mal irgendwie was, ne? Was mache ich da? Ja, zum Beispiel habe ich einfach mal einen Spielstand hier geöffnet, den habe ich völlig vergessen, das war irgendwas, ich glaube, ihr kennt das auch, viele von euch haben wahrscheinlich, das war irgendein Seed, den ich ausprobiert habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war, ne, aber ihr erkennt das vielleicht da hinten irgendwie, ne, das ist nicht Birkenhain oder so, sondern das ist irgendwas anderes, was nicht von mir ist, das habe ich damals mal ausprobiert und hier den, ja, den Leuchtturm von Alexandria nachgebaut. Gehen wir mal hier so runter, ihr wisst, es ist eines der, der antiken Weltwunder, der Leuchtturm von Alexandria, der ist, das ist in Ägypten Alexandria, ja, und das muss ein kolossales Gerät gewesen sein, so ein Turm von über 100 Meter Höhe, wirklich, aber von dem gibt es heute nur noch, ja, Steine, vermutet man, auf dem Meeresgrund hat man so Steine gefunden, und es gibt einige, ja, Reproduktionen, so Zeichnungen aus dem Mittelalter und aus irgendwelchen noch älteren Zeiten. Man weiß also nicht hundertprozentig, wie er aussieht. Ich habe mal hier sowas nachgebaut, irgendwie so, das irgendwie mal versucht. Ich finde den eigentlich ganz schön. Der kommt der Sache, also was man so von den Bildern kennt, kommt der relativ nah. Ich weiß, es gibt einige Experten von euch. Also, ist ja, was teilweise Leute so bauen, das ist ja großartig, ne? Ja, ihr seht, das ist eigentlich. Eigentlich finde ich den für meine Verhältnisse schön. Ist auch wieder, ihr seht auch, es ist ein bisschen Asymmetrie drin, ne? Also rechts ist da die Wand etwas dicker als links und natürlich, das habe ich dann auf den anderen Seiten auch reproduziert und dadurch hat er dann irgendwie was, ne? Glaube ich zumindest. Und ich gucke mir den gerade an und ich könnte mir gut vorstellen, dass du den vielleicht auch im Server mal irgendwie, dass ich den mal da irgendwo baue oder so oder vielleicht mal auch im Let's Play mal dran mache, ne? Keine Ahnung, ansonsten gibt es hier nichts. Wie gesagt, mein 100. Video. Ich werde jetzt mal ein paar mich zurückziehen und euch ein paar Fragen beantworten, die ich sehr häufig gestellt bekomme von vielen von euch. Und ja, ist ja klar, sonst wäre es ja auch nicht häufig. Ne? Obwohl, das gibt's auch. Es gibt auch Leute, die sind nur eine Person und stellen trotzdem häufig immer wieder dieselbe Frage. das kommt alles vor, gut, aber ach, das ist schön hier, ne? Ihr kennt das irgendwie. Wer war das denn noch? Was war das denn da für ein Loch? Das ist aber jetzt strange. Ich bin hier also nicht auf dem. Ach nee, das ist überhaupt. Ach, das ist ein Berg auf dem Wasser. Ich hab noch ein bisschen, ich glaube, so Bananen auf den Augen oder sowas. Seht ihr mein Leuchtfeuer da oben? Ich find's gut. Mit diesen Bildern aus, ja, Alexandria, sag ich mal, schalte ich mal um und dann gucke ich mal, dass ich vielleicht euch ein paar Fragen beantworte. So, dann habe ich mich hier tief in der Nacht
zurückgezogen, meine Kuschelecke. Wir sind hier in Bad Schönfels. Das ist meine Let's Play-Welt. Das sage ich natürlich auch für die Leute, die jetzt vielleicht gerade dieses Video einschalten und mich noch gar nicht kennen. Das ist das erste Video, was sie von mir sehen. Ich habe angefangen, irgendwann im Mai, also 2011, mit Basic-Videos. Nein, halt, mein erstes Video war über die Wölfe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wann die rauskam genau. Das habe ich schon wieder völlig verdrängt. Auf jeden Fall habe ich irgendwas über Wölfe gedreht, die so vorgestellt, weil es ein neues Spielfeature war und ja, damals auch ohne Ton. Ne? Also ich habe noch nicht gesprochen, da war nur der Spielton drin, weil ich nämlich im Grunde meines Herzens eigentlich völlig schüchtern bin und mich ja nicht traue zu reden. Ja, dann erst danach habe ich dann Basic-Videos gemacht. Also wenn ihr Minecraft-Einsteiger seid, dann guckt ihr euch die an. Das sind 3 Folgen. Da seht ihr, es ist ganz leicht, auch die erste Nacht zu überstehen. Da wird immer so unheimlich Tumult drum gemacht und so. Und irgendwelche Minecraft-Professionals, die schreiben dann irgendwelche E-Books und Guides dafür und so, ne? Wollen an eure E-Mail-Adresse kommen und sowas, ne? Und das braucht ihr alles überhaupt nicht. Guckt bei mir zu und dann habt ihr das Expertenwissen auf eurer Seite. Ja, okay, dann habe ich halt weitergemacht. Hab euch die Burg Wiesenfels, also meine normale Spielwelt, vorgestellt. Das war dann eine Let's Show-Serie, die dabei rauskam. Die sehr viele Leute mögen und die auch noch weitergeht. Dazu komme ich später noch. Ja, und natürlich habe ich dann irgendwann eine Seed-Umfrage gemacht. Ihr wisst, vorhin waren wir in Alexandria und da habe ich schon mal das von Seeds gesprochen. Und ich habe dann einige Seeds selber entdeckt und einige Zuschauer haben mir auch ihres Lieblingsseeds zugesandt und dann habe ich so einige vorgestellt. Ich glaube, das waren auch 3 Folgen, in denen ich das gemacht habe, oder sogar 4, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann gab es auch zwei Wochen so lang lief eine Umfrage dann auf minenarbeit.de, wo dann der schönste und beliebteste Seed gekürt wurde und das war, das gucken wir uns jetzt an. Das war, na, da müssen wir noch ein paar Etagen runter, bitte Geduld. Ja, das war der Seed Swamp Weed. Ja, eine Hommage an die Gothic-Reihe, Computerspiele Gothic, wo man Sumpfkraut häufiger mal rauchte in den Sumpfkrautlagern. Das englische Wort dafür ist Swamp Weed und das haben wir in unsere Let's Play-Welt dann eingegeben und dann habe ich hier in diesem Swamp Weed-Land, ja, vor 50 Folgen so, nur ein bisschen mehr, eine Let's Play, eine klassische Let's Play-Serie gestartet, ne? Ja, aber jetzt das zur Orientierung. Ich drehe jetzt hier in der Let's Play-Welt, aber schon praktisch nach der nächsten Folge, die ihr jetzt noch gar nicht kennt. Ne? Also, die letzte Folge war ja, ich glaube, Nummer 53, ein guter Kampf. Und, als nächstes kommt dann demzufolge die Nummer 54... Und die heißt ein schlechter Kampf. Hm? Ihr könnt euch vorstellen, was da wieder los ist, wie es eurem Vormundler da ergeht. Und die Professionals unter euch, die werden sich da wieder über mich kaputt lachen, weil ich mich so dumm anstelle und so oft sterbe. Aber mehr möchte ich natürlich nicht verraten. Ich kümmere mich mal lieber um diesen Wolf. Ich bin vorhin mal kurz hier rausgerannt und habe den im Tran gehauen. Frag mich bitte nicht, warum. Ne? Ja, das war's halt mit ihm. Das musste ich jetzt machen, sonst hätte ich hier überhaupt nichts mehr tun können. Ja, okay. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich jetzt noch um ein paar Fragen von euch. Eine der ja, vielen Fragen ist, warum, also wie und wieso bist du jetzt und warum bist du, machst du Let's Plays, ja, und wie hast du vielleicht auch irgendwie einen Tipp für mich? Das höre ich auch sehr häufig. Wie kann ich Let's Plays so machen, dass die anderen Leuten gefallen und dass ich da Abonnenten bekomme? Also hast du auch Vorbilder oder sowas? Die Sache ist die, ich habe keine Vorbilder, ich habe nur mich selbst, auch wenn das jetzt überheblich klingt, aber es ist so. Ich bin dazu gekommen, wie ihr wisst, habe ich
das schon in der 500-Abonnenten-Folge gesagt. Ich hatte vor 10 Jahren schon mal eine Webseite, eine Fanseite zu Rollercoaster Tycoon. Und nachdem die eingeschlafen war, habe ich eigentlich jahrelang nach einem Spiel gesucht, das mir wieder diesen Kick geben würde, eine Fanseite aufzumachen. Ne? Und das war Minecraft, das erste Spiel, wo ich dachte, ey, jetzt aber wirklich. Das hat mich dann so gepackt, ne? Weil ich, man stürzt sich dann auch eine ganze Menge Arbeit, ja, wenn man so eine Fanseite aufmacht. Das ist nicht nebenbei getan. Und da war ich mir plötzlich sicher, Mensch, das schaffst du, das hältst du auch längere Zeit mal durch, sodass das wirklich das eine interessante Sache für Spieler und Spielerinnen sein wird. Und es sieht ja eigentlich auch so danach aus, dass mir das wenigstens bis jetzt schon mal ganz gut gelungen ist. Bin da zufrieden mit den Besucherzahlen und mit den Resonanzen. Das ist ja schon wichtig, also natürlich gebe ich mir ein bisschen Mühe und wäre natürlich enttäuscht, wenn das alles nicht so gut ankäme, klar, ne, dann man versucht halt schon, dann auch ein bisschen Erfolg zu haben. Das kann man ganz, ganz ehrlich sagen. Also wenn man jetzt nur irgendwie so Hassmails bekommt, die kriege ich genug, ne, aber trotzdem, wenn die Besucherzahlen halt immer noch irgendwie bei 10, 12 oder so lägen, dann würde man sich halt fragen müssen, ob das denn den Aufwand denn lohnt, aber die Frage stellt sich in meinem Fall zum Glück nicht. Warum das jetzt so ist, das jetzt kommen wir zu den Tipps. Ja, ich habe halt einfach, genau, ich habe einfach eine Webseite gemacht und wenn man die heutzutage macht, dann ist das anders als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war es noch nicht so möglich, so Videos zu drehen zum Beispiel. Und heutzutage, wenn man eine Fanseite hat, ist das eigentlich auch erforderlich, dass man auch Videos dreht. Und so bin ich dann dazu gekommen, auch mal halt Videos zu Minecraft zu drehen. Ein bisschen rumgetestet halt, damit die Qualität ganz gut ist. Ihr kennt das in der Basic-Serie, dieser ersten Serie, ist die Qualität meiner Videos noch nicht so wie heute. Ist alles noch nicht so passend und so. Und gut, das war mir aber wichtig, dass ich da jetzt hier mal nicht kleckern, sondern klotzen halt, ne? Dass ihr eben wirklich auch ein gutes Bild habt und so. Was habe ich für Tipps, wenn ihr selber Let's Plays macht? Ich weiß nicht, es gibt da kein Geheimrezept oder so, ne? Das ist, ich weiß es ja selber nicht, ne? Das Einzige, was ich euch empfehlen kann, ist halt wirklich niemanden zu kopieren. Also, ne, das ist ein größter Fehler, den man machen kann, wenn man jetzt bewusst hingeht und man versucht jetzt wirklich die coolsten Sprüche von Let's Player 1 zu nehmen und kombiniert die noch mit den Ideen von Let's Player 2 und packt dann noch Let's Player 3 ein bisschen rein. Das funktioniert nicht. Das kriegen Zuschauer sofort raus und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Ne? Einzige, was ich da sagen kann, macht das so einfach, wie es kommt. Das ist auch mein Konzept. Ich mache einfach im Grunde das, was mir so Spaß macht in Minecraft. Film das und hoffe, dass den Leuten das gefällt. Dass denen das auch Spaß macht beim Zuschauen. Und das ist eigentlich alles. Und mehr Konzept habe ich da eigentlich nicht. Außer, dass ich mir ab und zu mal überlege, jetzt kannst du auch mal wieder was anderes machen. Mal so ein Musikvideo zum Beispiel oder mal wieder so eine Seed-Geschichte, was so ein bisschen Abwechslung in die Geschichte bringt. Das sind so Tipps. Ansonsten, ist, wie gesagt, es gibt da keinen Zaubertrank, den ihr trinken könnt. Es gibt da kein Geheimrezept. Ihr müsst eure eigene Art finden, auch wenn ihr meint, ihr seid doof oder ihr sprecht komisch oder nuschelt oder was weiß ich. Ne? Das kann aber auch eine positive Eigenart von euch sein, die ihr ausnutzen könnt, um euch euren Filmen halt ein bisschen mehr Persönlichkeit zu verleihen. Und das guckt euch mal so was weiß ich, so Fernsehstars an oder so. Die haben alle ihre Macken. Ne? Es sei denn, das sind jetzt so langweilige Leute da. Ne? Das ist klar. Ne? Die will keiner von uns gucken wirklich, ne? Weil die einen anöden. Ne, mit ihrer biederen und ja wirklich anbiedernden Art teilweise, ne? Ihr merkt, ich bin noch kein großer Fernsehfan. Ich sehe kaum fern, also manchmal kommen ja auch so Leute mit so Serien und so an. Kennst du das? Und ich kenne den Scheiß alle überhaupt nicht. Lass mich damit in Ruhe. Ne? Ich spiele Minecraft und das ist viel lustiger. Ne? Sowieso sind Computerspiele geiler, weil die interaktiv sind und so. Ne? Oder auch Multiplayer habt ihr dann auch viel Spaß mit anderen noch gleichzeitig. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt auch jetzt nicht so ein Thema. Natürlich gucke ich auch mal Fernsehen. Ne?
Ja, aber insofern das also zu den Tipps und so, ne? Dann kommen wir direkt auch, ich glaube, ich gehe auch mal wieder nach Hause, bevor es dunkel wird. Also wenigstens in die Richtung, wenn ich das finde. Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wieso sprichst du so komisch? Beziehungsweise, woher kommst du? Das ist halt natürlich so, wie ich spreche. Das kommt daher, von der Gegend, wo ich halt wohne und aufgewachsen bin. Ne? Da, wo meine Wiege stand, da ist mein Heimatland. Ne? Und das ist, also ich sag mal jetzt, ne, die Gegend zwischen BVB, den Gaisbücken, Fortuna und Schalke, das ist, da fühle ich mich zu Hause überall. Ne? Und, oder wenn ihr halt keine Fußballfreunde seid oder Fußballfans, dann ist das vielleicht so als Konzertbesucher, sagen wir mal so, Grugahalle, Westfalenhalle, Philipshalle oder wie sie jetzt heißt, Mitsubishi Electric Arena oder so, ne? Und E-Werk und so Geschichten, ne? Da könnt ihr mich dann eventuell antreffen. Und ja, ich verstell mich, aber was ich wirklich überhaupt nicht kann. Ich kann ganz viele Dinge nicht, aber was ich wirklich überhaupt nicht kann, das ist Dialekte nachmachen. Ne? Dialekte kann ich überhaupt nicht nachmachen. Ich habe Freunde, die können Dialekte nachmachen, da rollt ihr euch ab, da seid ihr echt, kriegt ihr euch nicht mehr ein. Ne? Aber das kann ich überhaupt nicht. Ne? Also ich spreche tatsächlich so, wie ich jetzt hier. Ich verstell mich jetzt auch nicht, überlege mir heute, sprichst du mal, was weiß ich, in so einem Slang oder in so einem Slang. Das mache ich jetzt so wie jetzt so rat spontan, ja, ich sag mal so. Ne? Aber das mache ich beim normalen Reden auch. Ne? Das ist eben auch wieder so eine Sache. Da, bloß nicht verstellen oder so künsteln, das ist ein No-Go eigentlich. Ne? Man kann das wirklich richtig gut, ne? Dass man jetzt wirklich das richtig gelernt hat oder so. Ne? Aber gut, ja, das ist halt eben Nordrhein-Westfalen, Mitte, ne? Westen, Mitte. Ja, viele vergleichen mich mit Rüdiger Hoffmann immer, höre ich auch ganz gerne. Ne? Ich bin kein Westfale, um Gottes Willen. Ich bin auf gar keinen Fall ein Westfale. Ich will kein Westfale sein. Nein, Spaß. Nee, ist eine ganz andere Ecke. Ne? Aber ist auch egal. Ne? Ich würde sagen, damit läute ich jetzt auch mal die nächste Fragerunde ein. Und das ist so ein bisschen das persönliche Zeug. Ich habe ein bisschen Probleme mit den persönlichen Fragen. Ist nicht schlimm, wenn ihr da mal irgendwas Persönliches über mich halt selbst herausfindet. Nee, aber für mich ist das, was ich hier tue, Minecraft spielen und Videos drehen, das ist für mich ein Spiel. Das ist ein Teil des Spieles, ja. Und ich möchte hier dieses virtuelle Leben, auch gerade auf Multiplayer-Server und so, das möchte ich trennen von meinem realen, einfach weil ich halt uninteressant finde sonst. Ne? Das ist einfach, hat das viel mit Fantasie zu tun. Ich bin der Fürst, ne? Und beziehungsweise der Vorbuddler, ja. Und das ist hat mit meinem normalen Leben, deswegen gehe ich auch nicht auf den TS und so, weil das ödet mich an. Ja, ich will gar nicht die ganze Zeit labern müssen und so. Das ist völlig uninteressant, ja. Es hat nichts mit meinen Videos zu tun, so, ne? Und ich spreche hier auch schon genug. Ich will auch ab und zu mal Minecraft spielen, ohne dabei auch noch labern zu müssen. Okay. Nächste Frage ist, wie alt bist du? Leute, das weiß jedes Kind inzwischen, ne? Ich bin 73. Ja, ich bin 73 und außerdem bin ich Fürst und irgendwie finde ich ein bisschen unverschämt, die Frage, weil man fragt ja einen Fürst nicht nach seinem Alter, man fragt ja auch keine Dame nach dem Alter, ne? Und 73, ja, ich finde das toll, ich bin ja noch relativ rüstig und ja, ich auch relativ hell noch im Kopf, so, also es klappt noch so halbwegs, ne? Und deswegen komme ich mit dem hohen Alter gut zurecht und wünsche euch auch allen, dass ihr das auch mal erreicht. Ne? 73. Andere Frage ist, wie heißt du denn? Was ist dein Name? What's your name? Ne? Und die Frage verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. Also die Frage verstehe ich nicht. Ne? Weil steht doch überall, wie ich heiße. Ne? Ich meine, ich gebe zu, ja, ich gebe dazu, ist ein bisschen außergewöhnlich der Name. Also, aber ich kann nichts dafür, dass meine Eltern mich Vorbuddler genannt haben. Also macht euch da bitte nicht immer drüber lustig. Ne? Ich höre noch meine Mutter immer rufen damals aus dem Küchenfenster raus, wenn ich im Garten gespielt habe. Ne? Hey, Vorbuddler, du sollst doch nicht immer den Garten untertunneln. Ne? Papa ist schon wieder verschwunden. Mensch, Vorbuddler. Hol ihn wieder raus.
Du kriegst einen Stubenarrest. Ah. Aber war mir egal, Stubenarrest. Ne? Ich habe den Papa dann trotzdem immer verbuddelt. Ne? Stubenarrest, hätte ich einfach so eine Wand aufgekloppt, dann wäre ich wieder draußen gewesen. Ne? Also wirklich. Ne? Vorbuddler, mein Name. Naja, auf dem Server kennt er mich auch als Boss Endorphin. Ne? Ja, euer Garant für gute Laune. Ne? Okay. Ab und zu fragen sich auch Leute, wie ich das alles schaffe, so zeitlich. Die wundern sich dann, was machst du beruflich? Bist du arbeitslos? Viele gebrauchen leider auch immer den Begriff, weil sie das irgendwie witzig finden. Hartz-IV-Opfer oder so, ne? Da fällt einem ja manchmal nichts zu ein. Ich meine, Leute, plappert nicht immer alles nach. Lasst euch keinen Scheiß erzählen, ja? Kommt mal in mein Alter. So mit 73 habt ihr gelernt, dass man auch Respekt hat vor Leuten, die im Leben nicht so ganz viel so viel Glück hatten. Ne? Nur um die Frage zu beantworten, ich bin weder das eine noch das andere. Ich habe mein Auskommen und ist alles wunderbar. Macht euch keine Sorgen um mich und ich bin gut beschäftigt, okay? Ja, gut, da kann man noch ein bisschen über die Musik reden. Ich bin jetzt hier mal wieder in unsere Höhle, in unsere Nachbarschaftshöhle gegangen. Kennt man schon aus der Let's Play-Serie. Ja, Musik, ja, wisst ihr, ich habe schon mal so zwei so Musikvideos gemacht, die waren sehr klassisch, also beziehungsweise akustisch auf jeden Fall, ein bisschen klassisch angehaucht, Gitarre spielen, ne? Die Wiesenfelser, Seitenzupfer, ne, was ich ganz alleine bin. Nein, in Wirklichkeit, ich habe so eine romantische Ader auf jeden Fall, ich mag solche Musik unheimlich, kann da stundenlang zuhören, aber eigentlich bin ich Hardrock-Drummer. Ne? Und ich arbeite auch gerade an einem Album mit 15 Songs, Instrumentalsongs, wo ich alle Instrumente selber einspiele. Und ich hoffe auch, dass ich diesem Jahr da noch mit fertig werde. Werde euch davon nochmal was erzählen, sofern ihr wollt, irgendwie warum nicht. Ne? Was Minecraft angeht, ist das so, dass ich ja auch, das habt ihr ja auch schon gemerkt, vielleicht ab und zu mal in meinen Let's Plays hier solche Hintergrundmusik einbaue. Wo befeuert er mich denn jetzt hier? Ist doch gar keiner da. Also Hintergrundmusik. Ja, sowas hier. Ja, hui. Ne, für so spannende Momente. In den Höhlen. So Sachen halt, ne? Das würde ich natürlich noch viel öfters machen, wenn es nicht so mit Zeitaufwand verbunden wäre. Das wäre vielleicht noch ein Tipp für euch, ne? Und, wenn ihr selber Videos drehen wollt, unterschätzt nicht den Aufwand des ganzen Schneidens und so und Hinzufügen von Sounds und Rausschneiden von irgendwelchen vulgären Stellen, ne? Muss ich ja ständig machen praktisch, ne? Nee, eine Folge locker abdrehen ist eigentlich kein Problem. Wenn man gerade einen guten Run hat, dann kann man da ruckzuck ein paar Folgen abdrehen. Aber das ist das, wie gesagt, das Wenigste. Die müssen auch geschnitten werden, bearbeitet werden, kodiert werden, hochgeladen werden auf YouTube. Das ist wirklich teilweise ja auch bekanntermaßen sehr störrisch. Ne? Und ja, das sollte einfach nicht unterschätzen, diesen Arbeitsaufwand. Das wird schlimm halt, wenn man regelmäßig was veröffentlicht, da musst du da regelmäßig dran sitzen und da hat man vielleicht dann langfristig vielleicht doch noch nicht so die richtige Bock, so einen Bock drauf. Ne? Naja, bei mir müsst ihr euch keine Sorgen machen, ich mache hier weiter. Ne? Ich habe da jetzt eine ganz gute Routine, ne? Ohne dass mir das selber langweilig wird, das muss man auch ganz offen sagen. Ab und zu fühlt man sich auch einfach mal ein bisschen überspielt. Ja, da muss man halt, bin ich froh, dass ich halt ganze Sessions abdrehe und dann halt auch mehrere Folgen habe, die ich dann über mehrere Tage auch veröffentlichen kann. Dann kann ich ein bisschen mir den Rücken freischaufeln dadurch und auch mal andere Dinge tun. Musik machen zum Beispiel, ne? Und das kann ich euch auch einfach immer empfehlen, wenn ihr ein bisschen übersättigt seid. Ja, lasst das Spiel halt aus. Es geht auch anders erstmal und nach ein paar Tagen ist dann umso schöner, wieder einzusteigen. Ja, Schönchen, wo ich so im Hintergrund noch irgendwie so einen gruseligen Zombie höre, ja, fällt mir noch ein, der Fluch des Morkan, die dritte Staffel meiner Let's Show, da gehen wir nach M'Lomar.
Warum dauert das so lange? Ne? Ich kann verstehen, viele von euch sind da schon sehr ungeduldig und verstehen auch gar nicht, was los ist und zweifeln wahrscheinlich auch schon an mir oder was. Ne? Ich kann nur sagen, das ist eben keine normale Let's Show, wie ihr das kennt. Ich möchte da einfach so ein bisschen noch was anderes machen. Das habe ich schon häufiger mal erwähnt. Es ist einfach mit mehr Produktionszeit verbunden. Es soll da eben auch ein bisschen Musik reinkommen. Wird irgendwie ein bisschen anders als normalerweise. Und ich denke mal, dass sich das Warten hinterher lohnt. Ich bin da schon dran, aber aufgrund des Servers im Moment, des Serverprojekts, ist mir da tatsächlich auch ein bisschen so Zeit ausgegangen. Ne, weil verständlicherweise ich da ja jetzt auch häufig mal drauf gucken muss auf den Server und mitmachen möchte. Da drehe ich ja, wie ihr wisst, auch schon öfters mal so eine Let's Play-Serie oder irgendwie eine Folge halt irgendwie in loser Reihenfolge, sag ich mal, ne? Auf jeden Fall, der Fluch des Makan wird euch hoffentlich gefallen. Wann es jetzt genau fertig sein wird, das kann ich euch, möchte ich euch einfach gar nicht sagen, weil das mich dann doch nur unter den Druck setzt, das schnell fertig zu kriegen, und das soll es überhaupt nicht. Es soll einfach schön werden irgendwie, und ich denke mal, wenn es dann soweit ist, werdet ihr euch dann halt hoffentlich umso mehr freuen. Ne? Und ja, mehr kann ich da leider im Moment nicht zu sagen, außer halt wie immer, eh und je, dass das Projekt auf gar keinen Fall gestorben ist oder so, sondern es ist einfach nur ein bisschen aufwendiger für mich zu produzieren. So, ich ziehe mir jetzt nämlich noch eben schnell ein Kotelett rein, als Abendbrot sozusagen. Oben habe ich gerade noch ein Ei gefunden. Das kann ich ja vielleicht mal irgendwo gegen das Schwein werfen. So. Hehehe, ist ja doof geguckt. Kein Wunder. Ja, wie ihr seht, das ist ja eine ganz lange Folge, ne? Heute bin ich ins meinen YouTube-Account gegangen, um mal wieder nach Hassmail zu suchen. Erfreulicherweise hatte ich stattdessen aber eine Mail von YouTube, beziehungsweise diese berühmte Meldung da stehen. Herzlichen Glückwunsch! Du kannst jetzt auch längere Videos hochladen. Also länger als 15 Minuten dabei. Das ist jetzt eine schöne Auszeichnung. Ich finde das toll. Ich weiß gar nicht, warum jetzt so mit 99 Folgen oder keine Ahnung, ist das so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es soweit, und ich weiß aber gar nicht, ob ich es jetzt so einsetzen werde. Ich denke, ich werde einfach nur ein bisschen ruhiger produzieren können. Ich muss nicht mehr so auf die Uhr gucken, um da irgendwie was in die 15 Minuten reinzuquetschen. Aber rein logistisch und so weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schaffe, jetzt immer, was weiß ich, eine halbe Stunde oder länger zu filmen und hochzuladen. Das ist alles immer ein Riesenakt. Bin mir auch nicht sicher, ob diese Videos, diese langen Videos, tatsächlich von euch dann auch am Stück angeguckt werden. Also ich habe ja manchmal schon den Verdacht, ihr guckt ja schon meine 15-Minuten-Videos nicht richtig an. Ne? So komplett. Also hier ist noch einer irgendwo drin, oder? Da drin? Der Sadomaso-Keller, ne? Ist relativ dunkel immer noch, ne? Eieiei, es ist aber jetzt hier, klingt das gefährlich. Jetzt werde ich am Ende der Folge noch. Da ist doch einer. Ne, das war grün. Am helllichten Tag auch, ne? Nein, was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, ist natürlich Dankeschön an euch. Ja, ganz klar, lehnt euch jetzt mal zurück, und jetzt klopft ihr euch mal so abwechselnd auf die Schulter, weil ist nun mal so, ne? Ohne euch hätte ich nie im Leben 100 Folgen gedreht, 100 Videos gedreht, ne? Warum hätte ich das tun sollen, ne? Ich habe wirklich, ehrlich gesagt, ganz viele Dinge zu tun. Bang. Ja, das musste jetzt sein. Das musste sein. Ich weiß, ich mache wieder alles kaputt. Ne? Den da hinten holen wir uns auch noch. Ne? Nee, aber es ist halt einfach, liegt an euch. Ne? Das ist. Deswegen bedanke ich mich bei euch für eure Unterstützung, ganz einfach. Und eure Treue so, ne? Ja, jetzt muss ich mir mal eben. Aber so ist das eben. Wir brauchen irgendwie nicht Oma, Opa und Mama, Papa hier und Tante und sonst was für Verwandte, ja? Wir brauchen nur den Vorbuddler, und dann läuft das Geschäft. Ja, alles klar. Und deswegen, liebe Freunde, lasst euch nichts erzählen. Ja. Guckt auf minenarbeit.de, bleibt mir treu, seid lieb, ne? Und gebt eurer Freundin einen Kuss von mir. Alles klar, dann sehen wir uns, ja, am Server oder hier oder was weiß ich wo, ne? Macht's gut.